Moin zusammen, willkommen zurück zum Talos-Prinzip. Wir sind wieder am Start und wir sind auf der Jagd. Das ist wohl das Wichtige, ne? Also, und durch die sechs Kämpfer uns durch. Wir haben die anderen irgendwie. Ist das eine weirde Reihenfolge hier geworden, ne? Weiß ich auch nicht. Lass uns mal gucken, was wir hier tun sollen. Instrumente, da oben hockt der. Wie komme ich denn da hoch? Es sieht nicht so aus, als ob ich. Doch, ich könnte von hier draußen vielleicht mit dem da? Oh, das könnte tatsächlich funktionieren. So, was war hier die Ansage? Warte. Mobile Instrumente. Mhm. Okay. So, da haben wir ihn da. Da kriegen wir blau her. Aber wofür wir den nutzen können, weiß ich jetzt noch nicht so. Doch, irgendwas hier. Nee. Nee. Was haben wir denn noch? Da haben wir auch ein blau. Ah, warte mal. Da kriegen wir erstmal den damit hoch. Raus. So. Also so und so und so. So, dich haben wir schon mal am Start. Hm. Sieht so aus, als würden wir dich hier irgendwann durchführen müssen, ne? Ja, aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. So, funktionierst du schon? Jo, läuft. Komme ich damit rau hoch? Warte mal so. Ich komme. Okay. Hier hinspringen. Wie komme ich denn zu dir? Die Plattform. Oh, warte mal. Die Plattform. Kann ich das so machen? Und dann vielleicht so? Und dann hier drauf. Und dann... Ah, hat schon funktioniert. Nee, oh, das tut mir leid. Da muss ich erst eben nach. Nee, da muss ich erst eben nach. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh nein. Ich habe nicht aufgepasst. Oh nein. Oh nein. Jo, hab ihn verloren. Oh, so ein Mist. Ich habe ihn verloren. Wo kann er hin sein? Irgendwie von dort? Nee, von da sind wir gekommen, ne? Weiß ich nicht mehr. Oh nein. Das ist jetzt aber an Candy. Das ist jetzt aber echt blöd. Na. Wo kann er denn hin sein? Kann überall sein, ne? Ist er das da hinten? Warte mal. Da? Da, das schien mir eben blöd zu sein. Augenblick. Ich muss gucken. Ich weiß, wir sollten die sechs weiter verfolgen, aber... Irgendwie bin ich jetzt auch heiß auf den ersten Stern. Muss das nicht schon... Da ist er. Ja. Ah, gut. Gut, dass ich dich gefunden habe, du. Ah. Ich war kurz in Sorge. Ja, du bist mir ja einer. Wo willst du denn hin? Dahin? Wir machen mit der 6 noch weiter. Keine Sorge. Ja. Okay. Das haben wir schon gesehen. Du zeigst uns nur die du zeigst uns hier nur die schönsten Ecken, ne? Das ist dein Plan. So, für wen? Guck mal, was wir hier alles so eingebaut haben. Wir da oben auf die Ringe drauf? Das wäre ja mal cool. Also, führt uns hier quer durchs Land. Da waren wir schon, ne? Ja. Das haben wir, glaube ich, schon... Ja, das Fragezeichen ist nicht mehr. Das haben wir schon gesehen. So. Und, was jetzt? Oh, da oben ist es. Da oben... Da oben. Ja. Da oben. Na, geh dorthin. Da ist dein Zuhause. Ja. Finde mein Wesen. Ich kenne den Text schon. Warte. Natürlich ist es das, ne? Ja. Genau. So nämlich. Ha. Jetzt geht er oben auch ran. Ja. Er ziert sich noch ein bisschen. Na. Er kreist es ein. Jetzt aber. Jawoll. Ausgezeichnet. Juhu. Wir haben den ersten Stern. Super. Was ist denn hier? God appears and God is light to those poor souls who dwell in night. But does a human form display to those who dwell in realms of day? Hm. Oh. Naja.
Naja, ne? Ist hier noch was? Ne, hier ist nichts mehr, ne? Das ist nur für schön. Ja, das ist nur für schön. Da sind wir hergekommen. Ja. Ja, da ist auch nichts mehr. Kein Secret Lab oder so. Da ist ein Fragezeichen. Warte mal. Wieso ist da... Nee, ach komm. Nee, nee, ich lass mich schon wieder ablenken. Nee, 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 nee. Wir kümmern uns jetzt erstmal um Rätsel. Ich weiß nicht, welches das hier ist, aber da ist auch noch ein Fragezeichen. Das scheint aber außerhalb zu sein, ne? Ja, das sieht verdächtig da aus. So, was haben wir denn hier? Welche Nummer ist das? Nicht die, die wir gerade begonnen haben, ne? Okay. Beinahe und so. Ja. Was hatten wir gerade gemacht? Die 6, ne? Ach, was soll's. Wir kommen schon dahin zurück, keine Sorge. So. Die... Halt, Moment, da stand eben was von einem Fragezeichen. Ist das hier in der Nähe? Da? Da oben ist was, ne? Hier? Nee. Ist ja eigenartig. Okay. Ja gut, egal. Wir gehen jetzt hier rein. Da ist die 8. Cool. Krass. Lauf kreuz und quer da hier durch. Also, Photonensegel. Mhm. So, da kommen wir nicht ran. Noch nicht. Hier ist irgendwas mit oben drauf, ne? Ja. Okay, also. Ich könnte dich nehmen. Da kommen wir da rüber und da rein. Prima. Wofür auch immer das dann gut sein wird. Ist hier noch was? Warte mal, ist hier hinter was? Nee, hier hinter ist gar nichts. Okay. Gut. Ja. Also, wir könnten den da mit dem da verbinden. Und den hier schon mal draufstellen. Dann kommen wir dahin. Bringt uns das irgendwie weiter? Hm. Nicht so wirklich, ne? Nicht so wirklich. Lass mal gucken. So. Ja, ich kann den... Kann den eigentlich nur da drauf stellen, um damit wieder rauszukommen. Ja, das war ja jetzt mega erfolgreich. Okay, naja, schön. Gehen wir erstmal hier oben drauf. Wupp. Komme ich da? Nee, da fällt er bedauerlicherweise durch. Wie konnte das passieren? Wie muss ich den noch befeuern? Hä? Wie muss ich den denn befeuern? Kann ich den irgendwie noch anders einschalten oder so? Hm, da drüben muss ich hin. Hier fallen wir nur durch. Hm. Hat das denn eine andere Farbe, wenn ich... Oh, warte mal. Hat das eine andere Farbe, wenn ich den wegnehme? Blau. Ja, irgendwie ist egal, ne? Ja, das hängt damit nicht zusammen. Opa! Na, was macht er denn jetzt? Hallo? Und wozu kommen wir hier rein? Wozu? Kann ich den mitnehmen? Oh, ja, könnte ich. Bestimmt. Besorge einen Gegenstand zum Tauschen. Ja, das war mega. Kann ich da oben drauf springen? Oh, kann ich. Nee, kann ich nicht. Also, kann ich schon, aber dann komme ich von hier aus nicht weiter. Hm. Ja, dann bringt das irgendwie gar nichts, ne? Okay. Was? Wieso komme ich von hier aus nicht weiter? Hm. Also ist das doch irgendwie sinnlos? Fragezeichen. Ich kann den hier mitnehmen. So. Nur was bringt mir das? Ich kann den dann hier draufsetzen, dann könnte ich den da oben befestigen. Puh. Ja, ich kann den dann wegnehmen und kann dann den da draufsetzen und dann kann ich den mitnehmen. Aber inwiefern bringt mich das weiter?
Ist das hier wieder so ein Ding mit, ich muss den eigentlich womit ganz anders verknüpfen? Ich sehe da zumindest erstmal nichts. Da oben. Es gibt hier durchaus eine Menge verdächtiger Punkte. Ja, das sehe ich erstmal so nicht. Nee, sehe ich erstmal nicht. Okay. So. Den kann ich jetzt hier verknüpfen. Nur bringt mir das was? Bringt mir gar nichts, ne? Ja. Und dann steht er da oben. Super. Das ist ja krass. Hä? Okay. Wieso also? Ich habe den mit dem Falschen verknüpft, ne? Warte mal. So. Ich müsste den mit dem... Oh. Das war spitze. So, nochmal. Hüpf. Ich müsste den mit dem da verknüpfen, ne? So. Ja. Gibt ihm aber jetzt auch keine Energie. Hä? Was verstehe ich hier dran nicht? Hm. Was verstehe ich hier dann nicht? Muss ich da die Kartons rausholen oder was ist der Plan? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber die Kartons kann ich ja so nicht rausholen. Weil ich brauche den hier, um das offen zu lassen. Jetzt komme ich hier nicht durch. Nee. Hä? Okay, was verstehe ich hier dran nicht? Also ich kann jetzt den hier da wegtauschen, ne? Ja, den kann ich mitnehmen. Und könnte demzufolge den hier da rausholen. Oh, ist das der Plan? Das ist der Plan. Ja, oh, wie dumm. Ja, ich hab's. Das ist der Plan. Diese Dinger können da ja nicht durchfallen. Das heißt, da hangeln wir uns dann dran lang, ne? Also, dich nehmen wir mit. Und, nee, warte, nicht dich. Augenblick. Erstmal brauchen wir den wieder. Damit wir den da rausholen können. So. Jetzt kann ich ihn hier mitnehmen. Zack. Den brauchen wir ganz sicher nicht mehr. Weil den tausche ich dann hier hin. Ja, so funktioniert's. Okay, alles klar. Okay. Dich brauchen wir dafür. Und dann nehmen wir den hier hin. So. Der kann dann nicht durchfallen. Ja, das ist der Plan. Okay, alles klar. Gut, dann ist es jetzt einfach. Ja, und da hoch und zack. Und hier drauf und den einfach da abgestellt. Da drauf. Jetzt hangeln wir uns einfach Schritt für Schritt weiter. Zack. So. Hüpf. Ja, alles klar. Hüpf. Hüpf. Komme ich schon da drauf? Nee, einen brauchen wir noch. Okay. Hopp. Und hier hin. So, wir haben es. Alles klar. Ah, yeah. Hui. So. Ist denn hier wirklich nichts, was ich gebrauchen könnte? Von der 3? Ist hier tatsächlich nirgendwo... Irgendwo... Irgendwas... Sieht erstmal nicht so aus, ne? Nee, das sieht... Wahrhaftig nicht so aus. Naja, gut. Oh, hi. Hey, Melville, was geht? Hey, 1K. Was geht? I wanted to take a moment to talk to you. Klar. I know we're all worried about Byron, especially Al. And I don't want to minimize what happened. But now that the mayor's here... Was, er ist hier? I'm afraid they're gonna take this and turn it into a reason to bury their head in the sand. Huh. Yes. Byron was rash.
He wanted to find Athena so badly that it made him blind. But the thing is, he was right. He was completely and utterly right about what this technology could mean to us. I didn't see it at first, but now it couldn't be more clear to me. The theory of everything is the future. And if we reject it, we're condemning ourselves to a slow death. Ja, das mag sein. Ich habe meine Bedenken. Nee, eigentlich. Ich weiß nicht, ob es die Weltformel ist, aber ich bin auf jeden Fall dafür. Ah, oh, das sind zwei Antworten. Die Weltformel ist die eine Geschichte. Die andere ist. Ja, Byron zu retten ist die zweite. Und dann ist die dritte, wie wir hier überleben und was aus herauszufinden, was aus Athena geworden ist. Ach, ich stimme zu. I'm glad. You know, I didn't even realize how much I'd limited my own imagination. How I talked myself into just accepting this incredibly poor future we'd been offered. A future where things just keep getting slightly worse every day. And we accept it because we're ashamed of ourselves. Mm. Not of something we've done, but just of our existence. Like we're a virus on this planet. Like our humanity is a sin. I'm so tired of it, 1K. I kept my head down. I focused on fixing things. But that's all I ever did. I never improved anything. I never built anything new. And when I imagine going on like this for thousands of years, that's a fate worse than death. It really is. Hmm. We either live and grow and expand boldly and proudly, or we might as well switch ourselves off. Ja, wir finden einen Weg. Sei nicht so hart zu dir, das ist völlig okay. Jeder erfüllt seinen Zweck und so, und ja, es passt schon. We better, because I don't think I can handle the alternative. Nein, wir machen das schon. Ach, Melville, wir machen mal das schon. So, okay, aber wir reisen weiter. Eigentlich müsste ich ja die 6 abhandeln, ne? Da wir mit der schon begonnen haben. Weißt du was, das mache ich auch mal. Ich weiß, es ist ein furchtbar Durcheinander, aber wir haben mit der 6 bereits... Oh, da ist noch was. Nee, das haben wir schon gesehen. Hier sind wir dran vorbeigelaufen und... dann müsste das doch hier... Ja, wir rennen darauf zu. Es ist fürchterlich durcheinander, ich weiß, und diese Lauferei könnten wir uns sparen, indem wir einfach der Reihe nach vorgehen. Ja, okay, ich muss dem Licht folgen. Ich folge nicht dem Licht. Cool. So, wir kümmern uns erstmal um die 6. Das haben wir schon begonnen. Und bevor ich jetzt wieder speichere und das alles weg ist... Numero 6. Na siehst du, da ist sie. Okay, so. Tada! Mobile Instrumente. Ja, okay. Da oben haben wir noch den Karton. Den könnten wir mit wieder zurückholen. Oh, das geht gar nicht. Spitze. Moment, habe ich es damit jetzt verrissen? Nein, ich habe es nicht damit verrissen, oder? Oh, verdammt. Das wäre aber übel. Das wäre aber echt übel. Absetzen. Warte mal, kann ich das so machen? Den da drauf... Nee, den kann ich nicht da drauf stellen, ne? So, hier drauf und jetzt, das bringt mich kein Stückchen weiter. Oh nein, ich hätte den Karton mit runternehmen sollen, ne? Das ist ja jetzt blöd. Also, ich müsste blau da hinten hinbekommen. Das geht hier aber nicht. Blau, muss ich denn hier noch was machen? Nee. Oje, oje, oje. Okay. Nee, wie mache ich das jetzt? Ich fürchte, hier muss ich nochmal starten. Ich muss nochmal starten. Es geht nicht anders. Ich kriege ansonsten den Karton da oben nicht runter. Okay, ich bin gleich wieder da. So, mobile Instrumente. Da sind wir und es sieht so aus, als sei das tatsächlich wieder zurückgesetzt. Ach gut, okay, gut, fein. So, dann komm mal mit.
Jawohl. So, und ich packe mir hier drauf. Und klappt das überhaupt? Es könnte sein, dass das gar nicht funktioniert. Warte mal so. Und hier drauf. Dann so. Ja, guck mal, das funktioniert gar nicht. Der kommt gar nicht bis dahin. Das ist ja jetzt ungünstig. Und von hier aus würde er ihn auch nicht sehen. Das ist ja mal blöd. So, und von da oben? Ah, von da oben aus? Ja, dann sieht er diesen hier aber nicht, ne? Warte mal, ich nehme den mal mit. So. So. Und dahin. Wie ist es denn von hier aus? Das geht auch nicht, ne? Nee, da sieht er den dann nämlich nicht. Das ist ja nett. Okay, den schmeißen wir, glaube ich, erstmal runter, ne? Oder gibt es noch einen anderen Punkt? Warte mal, den schmeißen wir mal runter. So. Kann ich den da draufsetzen? Das bringt aber nichts. Nee. Hm. Naja. Also, ich komme von hier. Da komme ich auch nicht hin, ne? Nee, guck mal, das reicht. Das reicht nicht. Ich müsste erstmal es erstmal schaffen, die aufzuhalten. Aber was macht denn der hier? Hm. Vielleicht, wenn ich den da drauf setze, kann das funktionieren? Warte mal, so. Und so. Weil wenn ich ihn in der Hand trage, dann funktioniert es ja nicht. Wenn ich den aber... wie mache ich das jetzt? Ja. Okay, das funktioniert nicht. Aber wenn ich den hier drauf setze und dich dann da drauf setze, das funktioniert auch nicht. Cool. Krass. Nein. So. Und so. Nee, das geht auch nicht. Hä? Wie geht... Was? Also, dich kann ich da drauf setzen. Gut, das funktioniert. Dich kann ich aber dann nicht da drauf setzen. Okay. Also, das ist doch Plattform nehmen. Genau. Das war doch, um da irgendwas oben drauf zu bringen. Hm. So. Ist nicht genau dafür eine Plattform da? Okay, das war es wohl nicht. So. Ist nicht exakt dafür eine Plattform da? Nee. Hä? Mal wäre jetzt blöd. Okay, wenn ich den draufsetze und wenn ich den hier draufsetze, vielleicht funktioniert das ja. So und so und so. Ist er dann, ist er auf mir drauf? Nee. Obwohl, doch. Könnte sein. Doch, ist er, ist er, ist er. Das funktioniert. So, jetzt brauche ich die nur noch hier absetzen, ne? Uh-oh. Ja, das funktioniert. Ast rein. Ja. Ich musste sie nur übereinander stapeln. Okay, gut, alles klar. Cool. Meine. Oh yeah. So, sonst noch irgendwas hier? Gar nichts anderes hier. The scale of it all is truly breathtaking. But is it a human scale, or is it so enormous that it can only alienate us? Humans have always been happiest in small communities. Small town paranoia, isolationism and peasant mentality. Great for burning witches, not so great for personal freedom. Ever the pessimist? Nö, ist das pessimistisch? Weiß ich nicht. So, hier. Wo geht's denn weiter? Da geht's zu 2. Ach ja, wieso eigentlich nicht? Komm.
Zu 2. Obwohl, wir sind hier in der... Nein, komm, wir nehmen jetzt den hier. Wir nehmen jetzt den hier. Wir gehen sie jetzt einfach der Reihe nach durch. Da, die 5 haben wir schon. Das ist Uncandy. 2, geht es da lang? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okay. So, ja. Erstmal gucken. Guckst du? Was das für ein riesiges Areal ist, ne? Da hinten, da sind wir doch schon gewesen. Das kam mir doch schon komisch vor, ne? Da oben sind wir auch gewesen. Okay. Da ist nichts mehr. Da ist das Fragezeichen. Aber wie komme ich da hin? Da oben irgendwo hoch? Hier ist beeindruckend viel gar nichts. Okay, komme ich hier irgendwo hoch? Hm. Ich würde mal sagen, nein. Also irgendwie außenrum. Hm. Da, ne? Fragezeichen. Da oben! Doch, da steht sie ja. Aber wie komme ich da hin? Von hier aus. Von hier aus. Guck mal. Es führt sogar einen Weg dorthin. Bäh. So. Jawohl. Und? Was bist du? Brauchst du... Welche Energie benötigst du? Gar keine. Ist das wieder eine Karte? Was hat er hier gemacht? Gravur. Ach du liebe Zeit. Ein Referenzfoto, falls ich mich später damit befassen möchte. Okay, da sehe ich ein X. Oh nein. Okay, das ist ein Hinweis. Also irgendwo am Rand. Wir müssen doch da drunter gehen, ne? Irgendwo am Rand und dann in der Nähe von dem Turm in der Mitte, kann das sein? Ja gut, da gibt es viele Möglichkeiten. Hm. Na schön. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay, das ist aber gerade nur gut gegangen. Da ist auch noch ein Fragezeichen. Aber hey, das ist doch nicht das Fragezeichen, das wir schon gesehen haben. Okay. So, ich renne direkt drauf zu. Hm. Komm ich hier hoch? Nö. Hier nicht, hier vielleicht. So, nein, warte, warte, warte. Mal ein paar Ecken. So. Nee, auch nicht. Ich glitsche immer direkt wieder runter. Oh, nee. Okay, wie hättest du es gern? Von hier aus aber auch nicht, ne? Nein, offensichtlich nicht. Okay. Hm, nun ja. Das ist ein ziemlich großes Fragezeichen. Es muss hier irgendwo einen Zugang geben. Hier hinten rum vielleicht. Irgendwo wird es doch hier nach oben gehen. Da? Nee. Wie geht's hier? Oh oh. Ach, da sind schon die nächsten Rätsel. Von hier aus komme ich da nicht hoch. Wie soll denn das gehen? Aber da müssen wir hoch. Da geht's definitiv nach. Guck mal, das könnte. Nein, das könnte nicht. Okay. Moment, das Fragezeichen geht hier weiter. Und da unten sehe ich eine Flamme. Ich traue mich nicht. So ist das besser. Das sind doch... Nee, das sind keine Flammen. Okay, was ist das hier? Eins der vergessenen Labore. Und es steht komplett unter Wasser. Na, das kann ja heiter werden. Okay. Sechseckiger Turm. Hm. Da haben wir Blau. Blau kann uns dahin führen. Was haben wir hier noch? Nix. Da oben sollten wir hin. Okay, also irgendwie dorthin.
So, wenn ich dich nehme, das ist ja erstmal jetzt leicht hier. Wofür brauche ich dich? Weiß ich noch nicht. Da ist rot. Okay. Aber sollte ich nicht einfach hier... Ach, da ist... Ja, alles klar. Okay, Moment. Ist das so eine Nummer wie... Wie eben? Rot und sehe ich rot von hier? Sehe ich nicht. Warte mal, wenn ich... Den hier drauf stelle. Ist das so eine Nummer? Ne, diesmal nicht. Oh, warte mal. Kann natürlich auch sein, dass ich zwei übereinander stellen muss, ne? Moment. So. So, vielleicht. Ja, nein. Okay. Aber den roten sehe ich von hier auch nicht. Oh, warte mal. So. Nee, das bringt gar nichts. Nee. Also ich würde tippen. Erstmal die beiden. Okay. Euch muss ich jetzt irgendwie... Kann ich daran hochsteigen? Geht das? Ah, vermutlich nicht. Nein. Okay. Den roten. Warte mal, hier brauche ich doch sowieso einen ganz anderen für, ne? Da ist zwar rot, aber... Hm. Moment mal, jetzt geht der hier lang. Ja, okay. Aber vorher war der hier am Start. Kann das sein? Ist der hintere auch an? Ich sehe es nicht. Hm. Okay. Ja. Ja, genau. Moment. Okay. Sekunde. Das können wir regeln mit so und so. Und dann nehme ich den, verbinde den noch mit dem da und stelle den jetzt hier hin. Genau, dann ist der an. Und wenn ich den jetzt da wegnehme, genau, dann geht der auf. Na, guck, so geht das. So, Füße sind nass, super. Haben wir hier voll die Erkältung ein und so. Ja! Gut. I'm not surprised that the founder chose you, 1K. Warum? You're very much like her. Inquisitive, intelligent, and dedicated. But remember, intelligence by itself has little value unless it is ethically applied. Ach, du kannst mich mal. Du kannst mich mal. So, wohin machen wir uns denn jetzt auf den Weg? Da ist auch noch ein Fragezeichen. Hier geht es einfach nur darunter, ne? Ja. Dieser Bürgermeister. Allein schon um den loszuwerden, würde ich hier weitermachen und den Flug in den Weltraum mitmachen. Hier, was haben wir denn da? Hier sind wir schon mal gewesen. Moment mal, kann das hier sein? Mit dem unten drunter und so. Hier komme ich nicht rein. Okay. Ja, nee, hier komme ich nicht rein. Na gut. Aber das sah auch nicht so aus, ne? Lass mal gucken. Obwohl, das kann alles möglich sein. Hier, das sind doch irgendwie Ständer oder so. Hm. Na gut, lass mal gucken. Ist das hier? Da geht es auf jeden Fall zu 2. Haben wir den hier denn schon gemacht? 5. Ja, den haben wir schon gemacht. Da geht es zu 2. Da oben geht es zu 2. Warte mal, hier so? Kommt das hin? Ich bin nicht sicher. Hier geht es rein. Es wird wieder irgendwas mit einem Schalter sein, ne? Also hier ist es jedenfalls nicht. Okay. Hui! Zu
zur 2 geht's da hoch. Na gut. Und jetzt? Zur 2 geht's da runter. Alles klar. Hm. Wo ist es denn? Da ist die 2. Warte mal, wo ist das? Könnte auch hier sein, ne? Nee, hier sieht es anders aus. Ich denke nicht, dass es hier ist. Außerdem ist es ziemlich... obwohl... hier ist nichts, da ist auch nichts. Okay. Da... oh, doch, ich komme durch. Okay. Hier? Ich finde nicht, dass das Bild irgendeinen Hinweis darauf gegeben hat. Wo ist denn... ach du liebe Zeit. Doch, ich komme wieder raus. Okay. Weiß ich nicht. Ich glaube, das mache ich mal lieber offscreen, ne? Hm, ja. Ja, okay. Lass uns lieber um die Rätsel kümmern. Hm. Nein. Die 4. Was haben wir denn hier? Dualität. Natürlich. Dualität. Da ist noch rot. Blau. Da ist nichts weiter drin. Okay. Da kommen wir auch noch ran. Aus Gründen. Okay. Dann mache ich es doch mal so und so. Mal gucken, was passiert. Da kommen wir hier rein. Da ist rot. Okay, fein. Rot ist aber... warte mal, wo war rot nochmal? Hä? Sekunde mal. Da ist rot. Hä? Wie? Was? Was? Okay. Also, rot müsste ich wohl hier ransetzen, ne? Blau kann... was? Wie kann das denn funktionieren? Das wird nie im Leben funktionieren. Okay. Hm. Das wird never ever funktionieren. Okay, so komme ich da durch. Cool. Hm, aber wie kann ich diesen Blauen denn wohl mal stören? Da wird's blau. Okay. Okay. Ich kann den aber ja jetzt nicht hier rüberholen, den Blauen. Aber wie mache ich ihn jetzt so rot? Also so offensichtlich nicht. So, blau und rot. So offensichtlich auch nicht. Ich muss den hier auch offen halten. Hm. Kann ich den auch da durchbringen? So. Okay. Das geht. Hm. Was ist, wenn ich das so mache? Das geht nicht. Okay. Das geht auch nicht, logischerweise. Und das hier wird gleich zum Störfaktor, ne? Ja. Nee, es wird irgendwas mit diesem Fenster zu tun haben. Was ist denn, wenn ich den roten da hinten anschließe? Das geht nicht. Okay, wenn ich das so mache, geht logischerweise auch nicht. Ich muss den dazu nehmen, ne? Anders geht's ja nicht. Halt. So. Dann wird blau bevorzugt, weil blau durch den auch schon rangeht. Hm. Ah, die stören sich ja auch gegenseitig. Das könnte ein Hinweis sein.
die stören sich. Und wenn ich hier jetzt sage, nimm mal den und den. Das bringt. Nee, das bringt nichts. Nimm mal den. Den. Das hat was gebracht, aber nicht das Richtige. Ja, okay. Ist ganz cool, aber nicht das Richtige. Hm. Vielleicht, weil ich den hier weiter hinsetzen muss. So. Jetzt? Nee, dann stören die sich nicht mehr, ne? Mist. Ja, dann stören die sich nicht mehr. So, warte mal. Aber wenn ich den... Ah, Moment. Das könnte eine Idee sein. So. Jetzt nehme ich dich nämlich darüber. So. Genau. Und jetzt sage ich... Hahaha, jetzt sage ich nämlich das so. Hahaha. Siehste, so läuft das nämlich. Ha. Ach cool. Hat geklappt. Yeah. Nice. Ja, das finde ich allerdings auch. Nice. Das finde ich allerdings auch. So, raus hier. Was? Interface-Inhalt verfügbar. Die Weltformel. Ah, Diskussion. Ich bin schon lange hier. Wäre ich etwas früher geboren, hätte ich zu den ersten Gefährten gehört. Nummer 22 allerdings. Ich habe das Auf und Ab dieser Stadt erlebt, mich in den letzten Jahren aber zurückgezogen. Jetzt würde ich gerne eine Frage stellen. Ich erwarte keine bestimmte Antwort, sondern möchte einfach nur verschiedene Meinungen hören. Ich zweifle nicht daran, dass Athenas Weltformel unser Leben verändern würde. Aber ist es nicht vielleicht besser, wenn wir nicht wüssten, warum nicht wüssten? Wäre das Universum nicht langweilig, wenn es keine offenen Fragen mehr gibt? Du, auch wenn du die Weltformel entdeckst, ich bin sicher, danach gibt es irgendwas anderes. Du wirst schon was finden. Okay, Marduk sagt dazu, die alten Schreiber wussten, dass Wissen den Zynismus fördert. Wir müssen uns das Erstaunen aus Kindertagen bewahren. Das ist allerdings wahr. Schmilev sagt dazu, die Weltformel wäre nicht das Ende unserer Reise, nur der nächste Schritt. Wir würden uns mit dem Rüstzeug für die nächsten Fragen ausstatten, um neue Möglichkeiten zu erkunden und neue Wunder zu entdecken und erschaffen lassen. Richtig. Zu glauben, dass man das Universum objektiv verstehen oder beschreiben könnte, ist purer Zynismus. Scientismus. Ach, Scientismus. Nichts existiert. Selbst wenn etwas existiert, kann es nicht wirklich über etwas wissen. Und selbst wenn man etwas darüber wissen kann, kann man Informationen darüber nicht kommunizieren. Und selbst wenn man sie kommunizieren könnte, würden sie nicht verstanden werden. Boah, das ist mir zu hoch. Atal sagt, die Wahrheit kann gnadenlos sein. Es ist möglich, dass die Weltformel Fakten ans Tageslicht fördern können, die schwer zu ertragen sind. Aber das heißt nicht, dass wir diese Fakten und unsere eigene moralische Verantwortung nicht konfrontieren sollten. Alter, und ich muss mich jetzt zwischen einen von denen entscheiden? Puh. Ich glaube eher Malduk oder Schmilev, ne? Ja, die sind sich sehr ähnlich. Okay, aber die alten Schreiber wussten, dass Wissen den Zynismus fördert. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich stimme erst Schmilev zu. Aber es hat ja eh keine Auswirkungen auf das Gameplay. Ja, wie unerwartet. Aber ich schätze, wir können alle unsere Meinung ändern. Okay. Wieso? Wieso wie unerwartet? Hä? Warum wie unerwartet? Unerwartet von mir, dass ich so eine Antwort geben könnte? Keine Ahnung. Hm. Ja, die sehen in mir irgendwas Komisches, Besonderes, ne? Aber... Da haben wir noch jemanden. Hallo, wer bist du denn? Moin! In the simulation... I found myself thinking how hard it must have been for Alexandra to die without knowing if her sacrifices were worth it. It seemed like a tragic end to an inspiring, meaningful life. But now I realize her whole life must have been a struggle.
To maintain that faith in humanity when so many people around her insisted that humans are evil, worthless. When they were so lost in self-hatred that they would call their own species a virus. How did she do it? How did she maintain her faith when they were so determined to hate themselves? So determined to reject every solution, every analysis, every step towards controlling the forces that were causing their problems, when they rejected even the concept of progress itself, and then patted themselves on the back for it as if that was original. When I look at the archives now, all I can see is that their leaders were short-sighted idiots and their intellectuals were unimaginative cowards. All they could offer people was a downward trend. Fewer rights, fewer freedoms, fewer resources for anything that mattered. They must have hated Alexandra and everything she stood for. Mm-hmm. So how? How did she have so much faith? Die Antwort darauf ist genauso einfach wie auch kompliziert. Sie ist beides gleichzeitig. Du hast immer Menschen, beiden, also die beide Richtungen verfolgen. Und das sehen wir hier in dieser Gesellschaft auch, ne? Du hast die Bewahrer, du hast die Vorstürmer, du hast die immer gleich alles auf einmal machen wollen, du hast die, und du hast natürlich auch die Leute, die strugglen. Natürlich ist das so. Und die gehören auch irgendwie alle zu einer Gesellschaft. Welches jetzt der bessere Weg ist, ich glaube, da gibt es gar kein besser oder schlechter, sondern da gibt es einfach nur verschiedene Standpunkte und es braucht jemanden, der weise entscheidet, welches dann jetzt das richtige Vorgehen ist. Weil es gibt da so ein Buch, die Mäusestrategie nennt sich, da wird das ziemlich gut drin beschrieben, auf einfache Weise, aber auch sehr einprägsame Weise. Und ich denke, das sehen wir auch hier. Und so war Alexandra halt eben eine, die wollte immer vorankommen, die wollte immer, sah das gute Ende. Ja, sie sah auch die anderen, die Neider vielleicht sogar. Also, ne, da mag es ja ganz unterschiedliche Facetten gegeben haben. Aber sie hat sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen. Und insofern, ja, es muss sie wohl alle geben. Das gehört wohl dazu, ob es einem gefällt oder nicht. Nun gut, aber wir stehen vor der 3. Wir stehen gar nicht vor der 3. Doch, wir stehen vor der 3. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss.